Herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. Wir haben uns überlegt heute, wir machen mal Grillfisch, also Filets. Da haben wir zum einen Makrelenfilets selber gefangen in Norwegen und das sind Lumpfilets. Ja, die waren eingefroren, leider kein Frischfisch. Was wir noch brauchen, ist ein total einfaches Rezept. Thymian, nee, halt Rosmarin, Zweige, ein paar, dann Zitronenscheiben, Butter zum Einfetten der Alufolie und wir nehmen immer Bratfischgewürz. Das geht am einfachsten, da ist alles drin. Total einfach, wie ihr seht, schmieren wir halt immer die Folie schön mit Butter ein. Dann kommt hier einfach mal so ein Makrelenfilet rein. Das ist ein relativ großes im Vergleich zu den anderen. Davon machen wir nachher zwei rein. Ja, dann halt ein Thymianzweig drauf. Oder erst die Zitrone, ist ganz egal. Halt, haben wir noch was vergessen. Erstmal würzen. Also mit dem Gewürz braucht ihr auch nicht sparsam umgehen, da kann ruhig was ruf. Der Fisch wird es euch danken. Zitronenscheibe drauf, Thymianzweig drauf, Rosmarin, ich verwechsel das immer. Danke an meiner Frau hinter der Kamera. Und dann wird das Ganze einfach eingewickelt. Zack, zack, und wir wickeln das Ganze immer zweimal ein, einmal rumgedreht, damit die Soße nachher nicht auf den Grill tropft. Zack, so, schon mal ein Filet, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal mit dem Lumpfilet, wie gesagt, Butter. Lässt sich am einfachsten so machen, wenn ihr da wirklich ein Stück nehmt. Das kann man ja hinterher noch verwenden. Und den richtig schön Butter drauf. Eigentlich können wir noch hoch, wenn wir eins nehmen oder zwei. Wartet mal, dann nehmen wir die. Den Schwanzfilet. Zack. Fischgewürz drauf. Durch die Butter gibt das natürlich nachher eine schöne gebratene Hautseite. Zack, Thymian. Schon wieder falsch. Rosmarin. Ich lerne es noch. Und dann wird das Ding wieder eingewickelt. Jetzt nehmen wir mal die Seite, weil da noch schön Butter dran war. Dann saftet das alles richtig schön durch. Zack, zack, immer umgedreht. So, und so kommt das nachher auf den Grill. Wir bereiten jetzt den Rest vor und dann melden wir uns nachher, wenn die Dinger auf den Grill kommen. Und wenn sie natürlich fertig sind, seid ihr auch dabei. Bis gleich, bleibt dran. So, da sind wir wieder. Hier der Gnome hoch. Der Gnome kommt aufs Gummi und ist fast größer als sein Papa. Auf alle Fälle ist jetzt der Grill so weit durch. Füllen wir mit rein, Schnucki Putzi. Ich grill immer noch mit Holzkohle und Briketts. Wie ihr das macht, müsst ihr entscheiden. Ich mache so. Der Grill hat auch bloß 40 Euro gekostet, aber das Ding, das steht schon locker 10 Jahre und grillt immer noch wie am Anfang. Und es ballert wie Sau. Jetzt bin ich der Meinung, die Kohle ist so weit durch, dass ich den Fisch drauf machen kann. Wie ihr seht, ist ein kleines Türmchen geworden. Und jetzt packen wir das einfach, zack, schön drauf hier.
verbrenn dich nicht. Und dann bleibt das da. Warte mal, nee, machen wir andersrum. Damit wir genau wissen, wie wir die gedreht haben. Warte mal, der kann weiter in der Mitte. Also das Ding ballert richtig. So. Das war's auch schon. Ihr hört, es fängt schon an, obwohl es gerade drauf ist. Die Butter schmilzt jetzt langsam. Müsst ihr, also wenn ihr das nachgrillen wollt, müsst ihr selber probieren. Bei eurem Grill. Bei meinem weiß ich ungefähr, wie lange das dauert, bis der Fisch gut ist. Lasst ihn nicht zu lange drauf, sonst wird es trocken. Obwohl ja die Butter da drin und der Saft von der Zitronen. Dadurch bleibt das Fischfleisch eigentlich immer schön saftig. Aber halt nicht tot grillen. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Wird dann einmal gedreht nachher. Und von der anderen Seite auch nochmal ein paar Minütchen drauf lassen. Und dann lassen wir uns das nachher schmecken. Und so lange kann man sich die Zeit auch anders versüßen. Bis gleich. So, jetzt sind die Dinger, denke ich mal, fertig. Also ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Ich habe die jetzt circa 6 Minuten von jeder Seite auf dem Grill gelassen. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo was drin ist. Ja. Heiß! Hier denke ich mal, ist Makrele drin. Und dann brauchen wir noch Pläne. Also die haben wir auch selbst gefangen in Norwegen. So, würde ich das gleich mal probieren. Komm mal ran hier, hol dir mal eine Gabel. Jetzt machen wir das Ganze mal auf hier. Immer schön vorsichtig, ist heiß. So, und hier haben wir, das ist Lump. Natürlich jetzt eingeschnurzelt. Warte mal, da haben wir doch hier gar keine. Wo ist denn jetzt hier eine Makrele drin? Das dürfte heiß sein. So. Und ihr könnt ja auch Wasser dazu essen, ist ja euch überlassen. Also wir essen es jetzt. Ja, das sind Makrelenfilets. Seht ihr jetzt, ist ein bisschen lange gewesen, aber durch die Zitrone und die Butter ist das immer noch total saftig und schmeckt eigentlich immer gut, ja. So, na dann nimm dir mal ein Stück. Also bei den Makrelenfilets müsst ihr bloß ein bisschen aufpassen. Hier hat man ja diese Mittellinie, da sind ab und zu noch so ein paar kleine Gräten drin. Heiß, ja. Mhm. Das ist Lump. Mhm. Geil, oder? Mhm. Das nehmen wir Makrele. Also wir haben es gestern Abend auch schon gegessen. Und beide Kinder, also Fritz und meine Tochter, essen Bele übelst gerne Fisch. Makrele merkt man halt. Ist fast wie Thunfisch. Ist nicht jedermanns Sache. Aber schmeckt halt mega geil. Ja. Und wie gesagt, was er dazu isst, könnt ihr auch Rosmarinkartoffeln. Wie gesagt, das ist Rosmarin hier, kein Thymian. Ja, was er dazu isst, ist euch überlassen. Wir essen die Fischfilets eigentlich immer so, ohne irgendwas. Ja, fast eigentlich ja. Immer. Und davon ist man satt. Und gerade jetzt im Sommer ist Fisch eigentlich, finden wir, viel angenehmer zu essen als eine fette Bratwurst oder ein Steak. Wie gesagt, könnt ihr gerne nachmachen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, wie immer, ein dickes Petri Heil. Petri Heil, macht's gut. Tschüss.
und lasst euch schmecken.